Hallo, ich heiße Johannes und heute ist der internationale Tag der Milch auf unserem Hof. Wir haben seit März die goldene Olga auf dem Hof stehen und freuen uns jetzt, heute den Tag der Milch feiern zu dürfen. Wir erwarten ca. 800 Kinder und haben eine spannende Rallye vorbereitet. Im Moment ist es noch ruhig und wir wollen euch ein paar Eindrücke von unserem Hof verschaffen. Eine Besonderheit bei uns auf dem Hof ist der Einstreu mit Sand. Sand ist anorganisch und sorgt dafür, dass unsere Kühe möglichst gesund bleiben. Außerdem ist er weich und schont die Klauen und Gelenke der Tiere. Zu unserem Melkstand. Hier können 32 Kühe auf einmal gemolken werden. Zwei Personen melken da drin und schaffen ca. 120 Kühe in der Stunde. Hinter mir im Stall sind die trockenstehenden Kühe untergebracht. Bei uns stehen die Kühe ca. 40 Tage trocken. In dieser Zeit sind sie hier auf einer Strohmatratze und werden dementsprechend gefüttert. So, jetzt habe ich euch ein bisschen gezeigt von unserem Hof. Wir warten jetzt auf die Kinder, gleich geht's los. Nachher senden wir euch noch ein paar Sequenzen, wo auch die Kinder da sind. Viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss, bis dann. Ganz toll, wie das hier gemacht wurde. Man kann hier sogar eine ältere Kuh, übrigens eine Kuh, 11 Jahre alt, hat über 1000 Kilogramm Grenze überschritten und ist noch sehr gut im Schuss, muss man sagen. Und die kann man dann eben, die Kinder können mit der Hand die Milch rausmelken. Also das finde ich super, dass man wirklich mal sieht, den Ursprung, wo kommt es her. Alles ist hier zu sehen, zu fühlen, auch zu schmecken. Wenn man die ganzen Milchmixgetränke sieht, alles was hier an kulinarischen Köstlichkeiten hier geboten wird. Rundherum ein wunderbares Event. Aber am meisten freue ich mich tatsächlich über die ganzen Kinder, denen wir heute ein bisschen unseren Hof und die Landwirtschaft nahebringen können. Das, was ganz wichtig ist, merken wir eigentlich jeden Tag in der Presse. Und bei Kindern ist das noch relativ einfach, denen ein bisschen mitzugeben. Und das ist heute der Mittelpunkt der Veranstaltung.